Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute bei Mutti, liebe Zuschauer. Allerdings nicht bei meiner Mutti, sondern bei Mutti, so heißt die aktuelle Ausstellung in der Berlinischen Galerie, die Werke von Erwin Wurm zeigt, einem österreichischen Künstler. Und dazu gehört unter anderem dieses schmale Haus hier. Bei Mutti heißt die Ausstellung Herr Wurm. Wenn man sich jetzt die Gegenstände hier anschaut, was haben die alle mit Mutti zu tun? Das sind doch alles Gegenstände aus einem Zuhause, oder? Ich meine, da gibt es Stühle und da gibt es Kühlschränke und Möbel und ein Haus und alles Materialität aus einem privaten Umfeld. Und da ist auch Mutti, nicht weit. Ja, das ist ein schmales Haus, heißt Narrow House, ist mein Elternhaus ursprünglich gewesen, oder mein Elternhaus ist das Vorbild. Und ich habe es nachgebaut. Es ist richtig, also die normale Länge, 20 Meter lang, 9 Meter hoch, aber sehr schmal gequetscht. Und wenn man hineingeht, sind alle Räume drinnen, beziehungsweise auch zum Teil die Möbel und die Gegenstände. Und die sind aber alle verschmälert, alle eng gemacht. Und man geht durch und hat sehr, sehr schnell das Gefühl, es ist zu eng, man bleibt vielleicht stecken. Also so etwas wie Klaustrophobie kann auftreten, ein Gefühl der Enge. Und das verweist halt auf eine Zeit nach Kriegsösterreich, aber das, wie das Haus entstanden ist, und auf diese dann doch sehr restriktive Gesellschaft. Haben Sie unter dieser Enge gelitten? Nein, damals habe ich nicht darunter gelitten, weil als Kind oder als junger Bursch merkt man ja die Umstände erst später, wenn man erwachsen ist, wenn man reflexiv damit umgehen kann, wenn man andere Beispiele sieht, wenn man in der Welt war und sieht, wie es draußen ist, wie es in Berlin war oder in New York und so weiter, und dann sieht man, aha, bei uns war es so oder so. Und dann stellt sich erst so ein kritischer Gedanke ein, aha, das war eigentlich doch eine ziemlich enge Gesellschaft, eine ziemlich restriktive, streng, schulisch sehr streng. Also das fällt einem erst im Nachhinein auf. Und es ist ja auch eine reflexive Arbeit, die sich auf eine bestimmte Zeit und auf ein bestimmtes Objekt bezieht. Über diese Gegenstände haben wir hier schon gesprochen, das sind die sogenannten One-Minute-Skulpturen. Die kann man sogar anfassen, was ja sonst in Museen nicht so üblich ist. Und warum? Also was ist der Hintergrund, was kann man da machen? Ja, also das sind kurzlebige Skulpturen, die nur kurze Zeit, also eine Minute ist ja nur ein Synonym für kurz. Kann 15 Sekunden sein oder 2 Minuten, wie auch immer. Aber die Skulptur, jede Skulptur hat einen Beginn und aber auch ein Ende. Das heißt, sie sind nur für eine kurze Dauer realisierbar, und ich brauche eine Person dazu, eine Besucherin oder einen Besucher, die sich einverstanden erklären, meiner Einladung, die Gebrauchsanweisung auszuführen, folgen und das auch tatsächlich machen. Dann existiert die Skulptur und dann ist es wieder vorbei. Jetzt gerade hier den Kühlschrank im Hintergrund haben. Was ist das für eine Skulptur? Also hat die auch noch einen besonderen Namen oder eine besondere Bedeutung? Ja, die heißt kühlen Kopf bewahren. Da kann man den Kopf hineinstecken und die Hände. Man könnte theoretisch ein Bier trinken und einen Joint rauchen im Museum. Das ist ein Beichtstuhl, also so ein Hundehaus, das man von beiden Seiten belegen kann. Man kann sich hineinlegen und könnte theoretisch beichten drinnen. Die Beichte ist eine unglaubliche Erfindung der katholischen Kirche, also man kann sozusagen sündigen und kann alles wieder loswerden, indem man beichtet. Großartig, ich glaube, es gibt es nur einmal in der Welt. Man geht hier durch und hat vielleicht einfach seinen Spaß. Können Sie damit leben, dass man jetzt vielleicht nicht die tiefere Bedeutung darin sieht? Das ist ja okay. Meine Arbeit bietet ja immer verschiedene Ebenen an. Wichtig, wenn man eine Arbeit von mir realisieren will, sind halt schon, dass man alle Ebenen erfasst. Wenn man aber es nicht, ist auch okay, bleibt jedem freigestellt.
Ja, parallel zur Ausstellung bei Mutti von Erwin Wurm hat auch die Ausstellung Visionäre der Moderne eröffnet und Annelie Lütgens hat sie kuratiert. Frau Lütgens, um welche Vertreter geht es da und welche Visionen hatten Sie? Es geht um drei Künstler der frühen Moderne, nämlich Paul Scherbart, der Schriftsteller und Zeichner, um den Architekten Bruno Taut und den Architekten und Zeichner Paul Gösch. Paul Scherbart und Bruno Taut kannten sich schon um 1913 und waren vereint in ihrer Begeisterung für die Glasarchitektur. Und zwar nicht unbedingt die Glasarchitektur des Botanischen Gartens, sondern des Glases, also das durchsichtig ist oder in Glasschachteln gebaut wird, sondern das farbige Glas. Das farbige Glas, in dem sich das Licht bricht und das sozusagen in eine Traumwelt entführt. Und genau sowas hat der Bruno Taut da 1914 gebaut, nämlich anlässlich der Werkkunstausstellung, der Werkbundausstellung in Köln. Und hat diesen Bau, den man über Glastreppen erreichte, wo eine Wasserkaskade bunte Mosaikräume erhellte. Also er hat sozusagen diesen Bau dem Paul Scherbart gewidmet und Paul Scherbart hat sein theoretisches Buch Glasarchitektur dem Bruno Taut gewidmet. Also soweit ist eigentlich schon mal die Konzeption dieser beiden Künstler liegt quasi nahe und ist auch relativ bekannt. Der Scherbart ist aber schon 1915 gestorben und die Ideen, die visionären Ideen Scherbarts hat Bruno Taut weitergeführt für diese Anfangsphase der Weimarer Republik, in der das Unbaubare, die Bauvision eigentlich forciert wurde. Er war im Arbeitsrat der Künste, er hat Ausstellungen für unbekannte Architekten initiiert und in diesem Kreis gehört auch Paul Gösch, der Architekt war, ausgebildeter Architekt, aber auch gezeichnet und gemalt hat und der einen psychisch labilen Hintergrund hatte und auch immer wieder mal in Sanatorien Zuflucht suchte, der aber genau in dieser Zeit 1920 in diesem Aufbruchs-Berlin eine Rolle gespielt hat. Taut hat ihn in die Gläserne Kette mit aufgenommen. Die Gläserne Kette war ein quasi geheimer Briefzirkel, den Bruno Taut initiiert hat, wo auch andere Architekten wie Hans Scharoun, den wir ja alle kennen, oder auch Hans und Vassili Lukat dabei waren, Hermann Finsterlin, Wenzel Hablik. Also solche Leute haben sich um Taut geschart. Paul Gösch gehörte auch dazu. Und die haben sich ausgetauscht über utopische Architektur, über die Visionen eines Lebens in Glashäusern, über die Visionen, die Alpen umzubauen und mit Kristallformen zu überziehen und solche ganzen Sachen. Und in dieser Zeit war Paul Gösch sozusagen Teil dieser Avantgarde. Ab 21 ist er dann tatsächlich im Sanatorium verblieben und die Nazis haben ihn 1940 ermordet in Brandenburg, im Zuchthaus Brandenburg. Das heißt also, hier haben wir eine Biografie, die auch davon geprägt ist, nicht nur von der Moderne und von den Visionen, die man für die Moderne bereit hat, sondern auch von dem Leiden an der Moderne. Und man müsste vielleicht auch noch dazu sagen, dass in der Ausstellung Entartete Kunst 37 unter den vielen Künstlern auch Paul Gösch zu finden war, weil er hatte auch Werke in Museen schon mittlerweile, aber er war nicht nur als moderner Künstler verfilmt, sondern auch als Geisteskranker. Und diese doppelte Stigmatisierung hat eigentlich dazu geführt, dass kein Mensch ihn mehr kennt. Und die Berlinische Galerie, in der Grafischen Sammlung gibt es fast 300 Blätter von ihm, die, wie gesagt, noch nie wirklich gezeigt wurden. Welche Stücke haben Sie hier ausgestellt? Was bekommt man hier zu sehen? Man bekommt Architekturvisionen zu sehen.
Man bekommt aber auch jede Menge fantastischer Zeichnungen zu sehen. Das fängt an mit der Jenseitsgalerie von Paul Scherbart, der sich den Wesen jenseits der Neptunsbahn im Kosmos widmet, die alle aussehen wie so eine Mischung aus Spiralnebel, Schachtelhalm, Wolke und Käfer. In diesen Formen, die Paul Scherbart hier verwendet, schwingt natürlich noch Ernst Haeckel nach, Naturform der Kunst, also die Natur sozusagen als die Künstlerin. Das hat er alles weitergedacht. Wir sehen die alpine Architektur von Bruno Taut, der vorhatte tatsächlich, also was heißt vorhatte, propagiert hat, mitten im Ersten Weltkrieg auch die Alpen zu überbauen, mit Gebäuden zu überbauen, als ein großes völkerverbindendes Natur-Architekturgebäude. Überhaupt muss man sagen, dass in diesen utopischen Architekturentwürfen eigentlich immer angelegt war, die Welt zum Besseren zu bewegen, also dass die Architektur praktisch den Frieden bringt und die Menschen sozusagen glücklich macht. Auch vielleicht eine sehr utopische Vorstellung. Von Paul Gösch gibt es eben auch Architekturzeichnungen. Bei ihm kann man sagen, bei ihm ist diese Verbindung zwischen Figur, zwischen Mensch und Architektur ganz wichtig. Also er ist geschult worden an der gotischen Kunst und an der Kunst der Renaissance und des Barocks, und wo also Giebelfiguren oder Pfeiler alle figürlich sind. Und bei ihm sind es nicht einfach starre Figuren, sondern die sind in Bewegung. Also seine Architektur ist vermenschlicht und in Bewegung. Er hat auch geschrieben, er fände es schön, wenn man keine Angst mehr hätte, bei Entwürfen und bei Architekturen sich zu irren, also oder zu verzeichnen. Er fand es gut, wenn die Bauarbeiter selber die Ornamente sich ausdenken im Bau. Also solche Ideen hat er eben auch gehabt und auch veröffentlicht. Also einmal sozusagen dieser Architekturaspekt, aber eben auch der Aspekt der Fantastik, des Grotesken. Denn Paul Gösch hat auch diese Seite, also er kommt auch weg von der Architektur dann und zeichnet Köpfe, zeichnet Madonnen, zeichnet ganz kuriose Karikaturen, wie zum Beispiel zwei lustige Zigarrenstummel im Aschenbecher, die selber rauchen. Also dieses groteske, karikative Moment oder karikierende Moment ist auch bei ihm zu finden. Und das verbindet ihn wieder mit Paul Scherbart. Und diese Verbindung hat noch keiner gesehen.